Ja, irgendwann muss ich die Gewänder von Gaun mal gegen was Besseres eintauschen. Nur nicht das hier. Und die Brigantine auch nicht gerade. Aber hier, nee. Gute Lederrüstung ist nicht so gut. Nee, gute Sachen können wir vergessen. Die können wir verkaufen. Oben ist Wasser. Ja. Helm kann er nicht tragen. Genau. Gutes Zepter, außergewöhnliches Zepter. So. Waffenmäßig ist auch nichts Wichtiges gerade dabei. Yes? I shall. Haben wir jetzt eigentlich auch schon Bosch getötet oder war der nicht dabei? Ne, der war nicht dabei. Oh, wir haben Tageslöhne abtreten müssen. The others have drunk, Baron. Their souls make their way to Aethys. Die anderen haben getrunken, Bern. Hier sehen Sie auf dem Weg zu This isn't the time for hesitation. It's the time for faith. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um gut zu zwingen. Es ist Zeit für den Glauben. Come. Let us show him together. Los, zeigen wir ihm gemeinsam. Der Mann erguckt eine Fiole, die an seinem Hals hängt. Darin befindet sich eine teeerdige rote Flüssigkeit. Er hebt sie und hält inne. Mit zitternden Händen zieht auch Bern den Korken aus einer identischen Fiole, die von seinem Hals baumelt. No, 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 kid! Nein, 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 Junge. Edda prescht vor, seine Handfläche streckt da aus. Bern lässt die Fiole beinahe fallen. Er klemmt sie unbeholfen zwischen seine Fingerspitzen ein. Dann wendet er seinen Blick eher dazu. Er sieht ihn nichtssagend an, als würde er versuchen, ihn einzuordnen. What is this? You aren't one of my flock. How did you get here? Was geht hier vor? Ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Wie seid ihr hierher gekommen? Edda ignoriert Bosch und hält langsam den Blickkontakt mit Bern aufrecht. Let's talk. Tu das weg, lass uns reden. Bern hält inne und hält die Fiole auf Brusthöhe in seiner Faust. Wir haben Beweise dafür, dass Bosch ein Betrüger ist. Hör uns zu, entscheide dich, wenn du alle Seiten der Geschichte gehört hast. Du hast Zweifel, du hinterfragst diese Sache genauso, wie deine Mutter es dir beigebracht haben musst. Du musst das nicht tun. Nehmen wir mal die drei. Your mom knew how to spot a fake. What do you think she'd say about him? Deine Mutter wusste, wie man einen Betrüger auf die Schliche kommt. Was denkst du, würde sie von ihm halten? Er dann nickt in Richtung von Bosch. How could I know? She left me here. Woher soll ich das wissen? Sie hat mich hier zurückgelassen. Die Fiole in Bernds Hand schwimmt nun auf Höhe seiner Hüfte. What is faith if it isn't tested? These people are willed here by Aethys to challenge you. Make him proud. Was ist der Glaube wert, wenn er nicht auf die Probe gestellt wird? Diese Menschen wurden von Aethys hergerufen, um dich herauszufordern. Mach ihn stolz. I will make him proud. Ich werde ihn stolz machen. Es hört sich fast wie eine Rezession an. Das Mund öffnet sich, aber er hat keine Antwort. Er sieht mit verzweifeltem Blicken zu dir. Dein Anführer hat zu viele Gleichnisse gelesen. Die Götter haben selten Grund, unseren Glauben zu prüfen. Ich habe Beweise für die wahre Natur der Götter gesehen. Sie zu hinterfragen ist weise. Hör zu, die Götter sind nicht wirklich Götter. Sie wurden aus den uralter Gestandener geschaffen. Du musst mir glauben. Eins. Maybe he's not testing faith. Maybe he's testing if you can think for yourself. Vielleicht stellt er nicht deinen Glauben auf die Probe. Vielleicht will er sehen, ob du selbstständig denken kannst. Aber ist unser Glaube nicht das, was uns die Götter abverlangen? Bern senkt seine Hand. Sie hängt an seiner rechten Seite herunter. Daran baumelt die Fiole. Aethys has come, just as I said he would. There will be no other chances.
Eotas ist gekommen, genauso wie ich es prophezeit habe. Es wird keine andere Gelegenheit geben. Eda schnappt Bosch wutentbrannt an, seine Hände nähert sich seiner Waffe. He must be in need to reach out to us. Er muss unsere Hilfe brauchen, wenn er sich an uns wendet. Eyes, kid. You think your tiny soul's gonna change his fate? Bei den Augen des Bildnisses, Junge, denkst du wirklich, deine kleine Seele wird sein Schicksal ändern? Ich bin ein Wächter. Ich werde deine Seele am Boden festnageln. Sie wird Eotas niemals erreichen. Ich bezweifle, dass man dich vermissen würde, wenn du hier bliebst. Nehmen wir die 1. And we'll smack it around a while too, on behalf of your mother. Und wir werden eine Weile drauf rumklopfen, in Gedenken an deine Mutter. Keep me from my destiny? Out of spite? Du würdest mir aus Boshaftigkeit mein Schicksal verweigern? Bernds Mimik verändert sich plötzlich. Er sieht wie jemand aus, der eine harte Ohrfeige abbekommen hat. Seine Finger entspannen sich und die Fiole schmettert auf den Boden. Die Flüssigkeit, die auf dem Deck verteilt, könnte man leicht mit einem widerlichen Blutfleck verwechseln. Aethys, vergib mich. Eotas möge mir vergeben. Es hört sich an, als würde Eda zum ersten Mal seit langem einatmen. Seine Finger fahren über seinen Mund und Bart in einem Rhythmus der Bestätigung. As you wish, then. Abandon your God. Wie du willst, verstoße for deinen Gott. There can be no forgiveness. You will receive not his mercy, but his justice. Für Verrat kann es keine Vergebung geben. Du wirst nicht seine Gnade erfahren, sondern sein Urteil. Ich bezweifle es. Eine wahrhaft wohlwollende Seele kann alle Taten vergeben. Höchstwahrscheinlich wird Eotas erneut bezwungen, was auch immer er vorhat. Die Entscheidung wurde getroffen, es nützt nichts. Folgen zu fürchten, über die man sich nicht sicher sein kann. Es gibt kein Schicksal, das nicht betrogen werden kann. Ich bezweifle es. Eda sieht Gedarian Bosch mit zur Seite geneigtem Kopf an. Don't you got somewhere you need to be, Bosch? Hast du nicht noch einen Termin, Bosch? If you're having second thoughts, I can help you follow through. Wenn du Zweifel hast, kann ich dir dabei auf die Sprünge helfen. Not a one. Nicht ein einziger. Bosch lächelt und postet Eda mit seiner Fiole zu. Mit einem einzigen Schluck lässt er den Inhalt der Fiole verschwinden. Der leuchtende Gott wird mir den Weg weisen. Er kann kaum den ersten Satz zu Ende sprechen, bevor die erste Zugung seinen Körper zusammenbrechen lässt. Ein rötlicher Schaum blubbert über seine Lippen aus dem Mund hervor und er bricht auf den Boden zusammen. Wie ein Fisch im Netz zappelt und windet er sich. Im letzten starren Zucken stoppt sein Atem und sein Körper liegt in seiner unnatürlichen Haltung auf dem Deck. Denkst du, es geht ihm gut? Er wirkt ein bisschen seekrank auf mich. Wenn er nur gestorben wäre, bevor er all die anderen in die Sache verwickelt hätte. Ich würde ihn noch einmal töten, wenn ich könnte. Nicht im besten Zustand, um einen Vorsturm anzuführen. Schade, dass diese religiösen Fanatiker so selten etwas Wertvolles dabei haben. Nehmen wir mal die 3. Bernd starrt schweigend auf Gedarian Bosch. Kleine Bläschen auf den Lippen der Leiche platzen hier und da nochmal auf. Das hätte ich sein können. Wenn ich stärker gewesen wäre, hätte ich das sein können. Glück gehabt, dass du nicht stärker warst. Gods might have rights to our souls, but they got no right to our lives. Seems to me they'll take from you whatever's not nailed down if you let them. Die Götter mögen Anspruch auf unsere Seelen haben, sie haben keinen Anspruch auf unser Leben. Scheint so, als würden wir sie dir, als würden sie dir alles nehmen, was sie festgenagelt ist, wenn man sie lässt. I could devote my entire life to Aethys, and it would never redeem this. Ich könnte Aethys mein ganzes Leben widmen und es würde das hier niemals wieder gut machen. Eda schluckt und versucht etwas zu sagen, am Ende nickt er einfach nur. Right now, let's just get you home. Jetzt sollten wir dich erstmal nach Hause bringen. Gut. Wo ist sein Zuhause? Müssen wir jetzt nach Hasongo schippern? Ja. Rette Burn. Ich muss Burn finden und ihn vom Schiff holen, bevor es zu spät ist. Nach allem, was Burn mitgemacht hat, fand Eda es sei das Angenehmste, ihn wieder nach Hasongo zu bringen. Naja gut, Ressourcen haben wir noch genug. Und nach Hasongo dürfte es ja nicht so weit sein. Sporn-Kapitän. Ach, fick der rotbärtige Biakara. Für wen haben wir denn Kopfgelder?
Portmaille, Biakara. Die sollten wir einkassieren. Wenn ich schon hier unterwegs bin, kassiere ich die auf jeden Fall mal ein. Und ja. Das Todesfeuer-Archipel ist riesengroß, ey. Krummsporn-Kapitän. Das war die Insel Krummsporn, ist was anderes gewesen. Flussdrache südwestlich von Port Maye, Biakara. Alicio. Kopfgeld, Kopfgeld, Kopfgeld. Tahee. Ja, das ist die Insel Krummsporn, wo, zu der ich will. Und die Inselkette, das ist die hier drüben, die ich jetzt gerade so entdeckt hatte. Die Scylla, Todesfeuer. Ah ja, da ist Scylla Van Skipper und da ist Biakara. Sie ist gerade da unten unterwegs. Dann fangen wir sie doch einfach mal ab. Ich hoffe mal, sie biegt nicht vor ihr hier durch die Meerenge ab. Nein, sie fährt auf uns zu. Ich hoffe mal, dass das gut geht. Sie hat 6 plus 3. Wir haben 9 Mann an Bord, besatzungsmäßig. Das heißt, wir werden wieder entern gehen. Ja, das Schiff hält seinen Abstand und umschleicht dich aus sicherer Entfernung. Wer will, kann sein Schlachthaus. Es macht keinen Versuch, dich zu rufen. Ja, das ist auf jeden Fall Biakara. Kampf aufnehmen. Die gegnerische Mannschaft leitet auf ihre Posten, um sich in das Manöver vorzubereiten. Die gegnerische Kapitän dreht seine Schuppe nach Steuerbord. Ja, volle Kraft voraus. Wir versuchen, nah ranzukommen. Einmal, zweimal werden sie auf uns feuern. So, jetzt haben wir den Vorteil. Die Defiant begibt sich luftwärts und kreuzt mit voller Geschwindigkeit die Backen von Backbord nach Steuerbord. Dein Schiff ist schneller und deine Mannschaft ist besser vorbereitet. Du kannst dich den Vorteil des Windes sichern, noch bevor die Mannschaft von die Schuppe von Tangaloa auch nur die Chance hatte, ihn für dich zu beanspruchen. Also, schneller vorwärts. Ja, die restlichen Segel werden gehisst und die Defiant fährt schneller vorwärts. Dass die immer noch anhalten. Ja, die gegnerische Mannschaft. Jetzt bin ich, glaube ich, in Feuerreichweite. Okay, sie wollen mich auch entern. Ja. Wir sind jetzt nah dran, also können wir bereit machen zu entern. Ja, mit großem Getöse wirft deine Mannschaft in Tanken und Planken über den Spalt zwischen euren beiden Schiffen. Sie strömen auf das Deck des gegnerischen Schiffes, die Waffen gezogen. Das heißt, wir dürfen wieder mal entern. Das boostet die Moral meiner Mannschaft, gibt uns Erfahrungspunkte, was auch wichtig ist. Und vor allem Dingen, wir kriegen mehr Beute raus, dadurch, dass wir das feindliche Schiff plündern. Es sind aber schon ein bisschen viele da. Ah!
Aber ja, wenn sie da auf der Treppe stehen, sind sie eigentlich nicht so das Problem. Dann kann ich ihnen nämlich nochmal einen Feuerball verpassen. So, das waren sie schon. Die Mannschaft hat 841 Erfahrung erhalten, die Mannschaft hat 2 Seemannserfahrung erhalten. Hagrim hat einen Rang erhalten, Rumtrottel Regera hat einen Rang erhalten. Shetopek hat eine Stufe erhalten, Alt Egrim hat eine Stufe erhalten. Und Irene hat einen Rang erhalten.